Hallo meine Lieben, mein Name ist Katrin und ihr seid ja auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet. Wenn ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ansonsten schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich was Besonderes für euch und zwar ein Unboxing und eine Ankündigung. Und wer diese zwei Dinge hier zusammen sieht und im Mai schon auf meinem Kanal war und sich an die Aktion von Heidi und mir erinnert, der weiß, was für eine Ankündigung im Titel angekündigt wurde. Und zwar folgendes. Die liebe Heidi von Craft and Wedding und ich, die ich auch liebevoll in dieser Zeit Heike genannt habe, wir haben im Mai diesen Jahres zusammen den ersten Teil von Alice im Wunderland gelesen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben ich dienstags, sie freitags immer ein Kapitel vorgelesen und dabei an einem Alice Diamond Painting gearbeitet. Ne? Sie hat Alice in Into Wonderland gemacht und ich habe Alice im Wunderland gemacht von Diamond Art Club. Ich bin fertig geworden, sie nicht. Alles gut. Aber genau deshalb oder auch aus mehreren anderen Gründen und weil es euch gewünscht hat, machen wir jetzt im November weiter. Ne? Also, wer nicht weiß, wovon ich spreche, ich verlinke euch hier die Playlist zu den ersten 12 Kapiteln von Alice im Wunderland. Immer im Wechsel mit der Heike und mir findet ihr aber alles in unserer Playlist. Könnt ihr euch das am Stück sozusagen anhören und dabei painten, wenn ihr möchtet. Und wir fangen jetzt im November wieder an. Und zwar am 2. November. Das ist der erste Dienstag im November. Da geht es hier auf meinem Kanal los. Und am Freitag, dem 5., geht es dann bei Heidi weiter und so dann immer in Wechsel und zwar 6 Wochen lang, weil auch der zweite Teil von Alice, nämlich Alice hinter den Spiegeln, wieder 12 Kapitel hat. Das ist super. Ich lese hier aus meiner ganz tollen Mina Lima Ausgabe. Die ist ganz großartig. Die hat super schöne Illustrationen und so kleine Gimmicks hier, ne, wo man hier interagieren kann mit den Dingen im ne, da sind immer noch so schöne Trennsachen drin im Buch, ne, dass man hier ist sie in dem Haus zu groß und dann kann man hier die Fenster zum Beispiel aufmachen. Da sind aber auch Karten drin und hier kann man zum Beispiel mit der Grinsekatze. Also die Ausgabe ist toll. Gibt es nicht nur für Alice, gibt es auch für Peter Pan und so weiter. Und es sind ganz tolle Illustrationen drin, die ich euch, wenn in meinem Kapitel welche vorkommen, auch immer zeige im Vorspann dann zu den einzelnen Kapiteln. Genau. Und ich verlinke euch die Ausgabe unten, wenn ihr euch die mal angucken möchtet. Hier haben wir hinter den Spiegeln, ne? Und wir fangen mit das Haus hinterm Spiegel dann am Dienstag, dem 2. November, an. Mit dieser Mina Lima Ausgabe. Da ich mit meinem Bild fertig geworden bin, die Review verlinke ich euch hier oben, musste ich mir ein neues raussuchen. So, ich habe insgesamt 3 Alice-Bilder hier. Und ich habe mir kurz überlegt, ob ich euch abstimmen lasse. Aber ich habe im November noch eine andere sehr große Aktion vor, die mir auch sehr am Herzen liegt. Und aus diesem Grund möchte ich mich zeitlich nicht zu sehr stressen, weil kommt ja auch Weihnachten, wir wollen ja noch Weihnachtsbilder painten und ach je, ihr wisst, wie es ist, ne? Und darum habe ich mir jetzt selbstständig einfach das Kleinste rausgesucht, was ich auch ohne Stress in diesen 6 Wochen mit euch auf jeden Fall hinbekomme. Und zwar ist es dieses: Alice in a Bottle. Diamond Art Lab ist ein eckiges Kit und es ist mein erstes Partial von Diamond Art Lab, sprich mein erstes Teilbild. Das Gesamtbild ist 41x56, aber es wird tatsächlich nur die Bottle und die Schmetterlinge gepaintet. Es ist von Safina Art, der kleinen Schwester von JoJo's Art.
Und wir gucken uns das zusammen jetzt mal an, was ich in den 6 Wochen painten möchte. So. Und dann gebe ich euch gleich noch mal ein paar Infos. Mehr Infos zu dem, was wir machen wollen, Heike und ich. Heidi und ich. Jetzt fange ich schon wieder an. Kaum ist Alice im Spiel, fange ich an, die Heidi Heike zu nennen. Also, hier haben wir das Bild. Das kriege ich gar nicht ganz drauf. Vielleicht mal schauen. Also, wie immer bei Damit Adler, ist hier ein kleiner Aufkleber dran, drin. Mache ich hier unten auf meinen Karton. Werde ich zwar nicht brauchen, weil ich das, ja, wie gesagt, dann auch anfange. Wir haben eine Anleitung. Ja, kennt ihr auch. Und wir haben unseren Aufkleber. Seht ihr das Bild auch nochmal. Und mit schon vorgeschnittenem Aufkleberchen für unsere Container. Ich liebe es. 28 Farben haben wir hier. Es ist eckig und wie gesagt, es ist ein Parschel. Ich zeige euch auch gleich am Bild, woran wir das erkennen. Steht leider auf dem Karton nicht drauf. Hier haben wir unsere Steinchen. Das sind jetzt nicht so viele. Klar. Und unser Toolkit, wie immer, mit einem Stift, einer Pinzette, weil es eckig, mit Beutelchen, mit einem Vorplacer, mit zweimal Wachs und mit einem durchsichtigen Schiffchen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich euch hier ein kleines bisschen weiter... So, und zwar machen wir das mal seitlich. Hier haben wir das Bild. Ne, wie immer haben wir hier abgesteppte Ränder in Wellenform. Do what makes you sparkle. Wir haben sowohl hier unten als auch hier oben, links oben, eine Legende mit den Symbolen. Hier unten, da sehen wir es nämlich auch, hier unten haben wir nochmal alle Informationen. Das Bild heißt Alice in a Bottle, 41 x 56 cm, die komplette Leinwand. Und Diamond Art Lab und lizenziert bei Sophina's Art. Und hier nehme ich die Pasting Area. Da haben wir immer das Vorschaubild von dem, was zu painten ist. Und bei den Vollbildern haben wir das komplette Bild. Hier sehen wir jetzt tatsächlich nur das, was zu painten ist. Ne, daran sehen wir, okay, ist ein Partial und was da zu painten ist. Auf der Seite steht auch, dass es ein Partial ist. Ne, nur auf dem Karton irgendwie nicht. Könnte man auch ändern, aber ja, ist ja nur wichtig, wenn es im Laden steht. Was es ja hier in Deutschland nicht tut. So, also ein Partial. Na, Fluse runter. Gucken wir mal seitwärts. So, jetzt. Ha. Also das ganze Schwarze hier müssen wir, oder dunkelblaue hier außenrum müssen wir nicht machen. Das ist tatsächlich Leinwand. Gedruckte Leinwand, ne? Da ist kein Kleber drauf, nix. Das Einzige, was zu machen ist, ist das hier und die Schmetterlinge hier oben. Ja, auf beiden Seiten die Schmetterlinge sind zu machen und hier das Bild. Ich hole euch mal ran. Ja, wie immer haben wir super, super klare Symbole. Und wir können mal kurz gucken, ich sehe es schon. Wir haben 2 AB-Farben. Das sehen wir daran, die Farben, die unter 150 sind bei Diamond Art Lab, das sind AB, also Aurora Borealis Steinchen. Die haben eine ganz spezielle Beschichtung, für die, die jetzt noch nicht wissen, wovon ich rede. Die Nordlichter so ein bisschen, die irisieren so ein bisschen. Und damit kann man Akzente setzen und dann Dinge hervorheben. Und wir haben hier einmal weiß, die 141 und die 129 dürfte helles Gelb sein. Und ich sehe auch schon, wo die sind. Ne, hier die ganzen weißen Kleidungsgegenstände von Alice und in den Augen. Ne, da haben wir die weißen ABs und die hellgelben ABs sind hier oben so ein bisschen auf ihren Haaren. Hier nicht, aber hier. Ne. Genau, und dann haben wir hier noch ein paar Reflektionen im Glas, die auch mit dem AB hervorgehoben werden. Das war's aber auch schon. Ja, das war's. Mehr ABs sind hier nicht drin. Ist auch nicht so schlimm. Ah doch, warte. Guck mal hier oben. Ne? Hier oben noch am Glas. Also hier und hier.
Aktion. Das ist super. Und das ist Alice in a Bottle. Das ist in 6 Wochen auch mit anderen Projekten. Das ist in einem Abend, nicht in 2 Abenden. Wie auch immer, das ist schnell zu schaffen. Aber ich painte halt dann tatsächlich auch nur zu dem Gelesenen und muss euch das dann auch nicht auf Speedpainting machen, ne? Was ich mit dem großen Bild machen musste. Weil die Kapitel bei Alice tatsächlich nicht so lang sind. Ja? Also, das teilen wir uns hier irgendwie in 6 Bereiche ein. Mal gucken. Und dann painte ich das mit euch. Das Bild ist tatsächlich im Moment auch noch im Shop verfügbar. Wer es haben möchte, ich verlinke euch das natürlich unten. Und ja, dann wollte ich euch noch ein bisschen was zu unserem zweiten Teil von Alice erzählen. Und zwar heißt das Ganze jetzt, das erste ist ja Katrin und Heidi im Wunderland. Und jetzt heißt es Katrin und Heidi zurück im Wunderland. Aha. Und unser Hashtag ist DP Wunderland. Also, wenn ihr zu Hause noch ein Alice-Bild habt, oder ein Bild, das euch an Alice im Wunderland erinnert. Irgendwas Verrücktes vielleicht auch. Ja? Und ihr wollt mitpainten. Dann benutzt bei Instagram den Hashtag DPWunderland. Ihr könnt uns auch. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen kurzfristig. Nicht jeder hat gerade ein Alice-Bild zu Hause. Wenn ihr aber beim letzten Mal zum Beispiel ein Wunderland, ein Alice-Bild gemacht habt oder ein fertiges Alice-Bild zu Hause habt, das könnt ihr uns auch ganz super gerne auf Instagram zeigen mit dem Hashtag DP Wunderland. Wir freuen uns, wenn wir eure Bilder sehen und die dann vielleicht auch am Ende hier zeigen können. Das wäre total super. Also, meine Lieben, das ist das Bild. Die Steinchen. Schauen wir mal rein. Aber wir gucken so. Also, gucken rein. Komm, ein bisschen Zeit haben wir noch und wird das Video wieder so super kurz. Und zwar, schauen wir mal rein, auch für alle die, die jetzt nicht wissen, was ich bei den LBs meinte. Also wir haben super viel von diesem dunklen Blau, was ich sehr schön finde. Ich finde das ganz tolles Blau. Die 820 zweimal und dann die 796 zweimal, die irgendwie sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Ja, na gut, ist ein bisschen dunkler. Und dann die 3325, das ist ein schönes Türkis. Das mag ich gerne. Ihr wisst, ich stehe auf blauen Türkistöne. Und da geht es hier nämlich weiter. Mit der 3755. Übrigens, diese Löcher hier drin, ne? Das ist kein Fehler, sondern die sind da drin, damit in den Beuteln keine Statik entsteht. Oder weniger Statik. Schlau, ne? 3755 haben wir hier noch eins. Dann die 798. Das sind so hellere Blautöne, 797 ist dann wieder so ein sehr dunkles Blau-Lila fast, zweimal, 823 zweimal, ich zeige euch auch mal für die, die ich noch nie. Hier, das sind die eckigen Steinchen, die funkeln so toll, auch herrlich. 832, so beige, die 775 ist mintfarben, das ist cool. 352, das wird bestimmt in ihrer Haut irgendwo verarbeitet oder hier die etwas dunkleren Stellen hier. Nehme ich mal an. Die 334 und hier haben wir unser erstes AB. Ja, habe ich ja gesagt, Aurora Borealis. Hier seht ihr die Beschichtung, von der ich gesprochen habe. Das sind die weißen und das sind ziemlich wenige dafür, dass das ganze Kleid damit ausgedingst wird. Und die funkeln halt ganz besonders, wie gesagt, und sind hier, ne, hier in den Augen, in den Socken, hier, ne, die ganzen Parts hier oben an der Flasche, um das so ein bisschen hervorzuheben, wo sich das Licht spiegelt. So, dann haben wir die 322, wir haben die 165, das ist helle Gelb, das wird hier in die Haare kommen. Na, das ist ja der AB, also hier hin nehme ich mal an. Die 3846, das ist ein tolles Türkis. Die 351,
die 310, schwarz, sehr wenig. Das ist nämlich nur, nicht mal der ganze Haarreif, sondern nur hier und hier. Hier und in den, Schuhen. Hier unten. Das war es an schwarz, weil, wie gesagt, die Fläche hier ist ja gedruckte Leinwand. Ne? Und da müssen wir nichts kleben. Sonst hätten wir hier, ja, wobei, das wäre dunkelblau und schwarz, aber trotzdem. 109, ich stehe nicht so auf eintönige Hintergründe. 129, das ist unser zweiter LB, das Gelbe. Und das ist das, was hier oben in die Haare kommt. Die 3821, die 3819. Das ist ein cooles Bild. Oh, das ist mega. So, die 3843, so wenig Steinchen bin ich sonst nicht gewohnt. 939, fast schwarz. Die 3837 Lilla, die 3845 Türkis, die 327 Lilla, 210 Lilla, Bordeaux, die 3051 und die 600 ist so ein Türkis. Türkis ist kein Türkis, Schatzi. Katrin, das ist so ein Magenta-Farben. Ich erfinde immer Farben. Türkis, ja. Du bist auch Türkis, Katrin. Also, das und das zusammen plus Heidi plus ich ergibt Katrin und Heidi zurück im Wunderland ab dem 2. November hier auf diesem Kanal und auf dem Kanal Craft and Wedding, den ich euch unten auch schon mal verlinken werde. Auch so gerne mal bei der Heidi vorbeigucken. Und wir wechseln uns wie gesagt ab. Ich verlinke euch nochmal die Playliste vom letzten Mal. Da könnt ihr das am Stück hören. Und wir starten am 2. November mit dieser tollen Ausgabe hier. Könnt ihr mal gucken, wo es losgeht. Hier starten wir am 2. November hier auf meinem Kanal mit Das Haus hinterm Spiegel. Jawohl. So. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Folgen. Und ach so, eine Sache noch. Die Heidi und ich, wir haben uns überlegt, am Ende tatsächlich mal ein Live zusammen zu machen. Da wir aber weit voneinander entfernt wohnen, müssen wir dieses Live tatsächlich über eine Software realisieren. Und das können wir nur, wenn ich 1000 Follower habe. Tja, das, so ist das. Also, ich kündige hiermit schon mal ein Live an, nach den 6 Wochen. Einfach mal optimistisch davon auszugehen, dass ich bis dahin 1000 Follower habe. Dann gibt es ein Live. Ansonsten verschieben wir das Live einfach und dann gibt es dann, wenn ich die 1000 Follower habe. Mit der Heidi und mir zusammen. Und wer es noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich auch ganz besonders unser Upkidding-Video zum letzten Mal. Da haben wir nämlich den Alice im Wunderland Diamond Painting Tag ins Leben gerufen und beantwortet. Und den könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Und wer von den anderen Content-Creatern den noch nicht bearbeitet hat, der darf das gerne machen und sich getaggt fühlen. So, meine Lieben, jetzt aber, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir sehen uns in meinem nächsten Video, aber spätestens am 2. November mit Katrin und Heidi zurück im Wunderland. Und bis dahin, passt bitte gut auf euch auf, wie immer. Bleibt schön kreativ und vor allen Dingen immer mega entspannt. Bis dahin, see ya!